Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von meinem Let's Play zum Thema EVE Online. Heute wieder eine kleine Ergänzung zu dem gestrigen Video zu dem neuen Expansion EVE Invasion. Wie ihr seht, bin ich mit einer Balgorn unterwegs und die Balgorn hat Sachen an Bord, wo ich gestern halt noch nicht wusste, wo ich die herbekomme. Und zwar die Baumaterialien hat er an Bord oder hat die Balgorn an Bord. Ja, das Rätsel ist gelöst. Auch wenn es für den einen oder anderen vielleicht gar kein Rätsel war. Man bekommt es durch Salvagen der Trigilianer Schiffe, die man in den Invasionsgebieten trifft. Und die man dort abschießen kann. Wie gesagt, wie ihr seht, ich bin schon gerade auf dem Rückweg, weil ich jetzt ein paar Kämpfe gefochten habe mit der Balgorn. Es geht ganz gut, ist nicht der Idealzustand, weil das Turret-Tracking extrem schlecht ist für die kleinen Schiffe, die dort unterwegs sind. Ich werde es mal auch nochmal mit einer Hyperion probieren, weil ich gesehen habe, dass dann so ein, zwei Leute mit den Dingern, mit dem Ding unterwegs waren. Und ansonsten muss ich halt feststellen, wenn ihr mit so einem Schlachtschiff unterwegs seid, unter einem 200er Tank passiert da nichts, also geht da gar nichts. Es sind Rattlesnakes unterwegs, die komischerweise gar keinen Schaden bekommen. Das muss mir mal, sollte mir mal, also das wäre auch super, wenn mir das mal einer erklären könnte. Ich musste feststellen, als ich mit der Balgorn unterwegs bin, und da packe ich noch ein paar Videoschnipsel ans Ende der Video, ans Ende des Videos ran. Ich musste einfach feststellen, dass auch eine Balgorn mit fast 200 Hitpoints pro Sekunde Tank, Aktiv-Tank, schon ganz schön in Probleme reinkommt. Und mit ganz schön Probleme meine ich halt wirklich richtig Probleme. Bei Flotten, die irgendwie mehr als 10 Schiffe unterwegs sind, und da können die Schiffe auch noch so klein sein, da können es Fregatten sein oder dementsprechend auch ja, Destroyer, vielleicht sogar mit ein oder zwei Kreuzern, und dann hat man hier schon so ein paar Probleme. Es kann unter Umständen auch daran liegen, dass mein Tank dann nicht hundertprozentig ideal ist, wobei mir da auch nicht wirklich einfallen würde, wie ich den jetzt noch großartig umfitten sollte, weil im Simulationsmodus seht ihr, dass ich auch 57% Resistance auf Explosive und 65% Resistance auf Thermal Damage habe. Ja, ich weiß nicht, wie man da noch viel, viel mehr rausbekommen sollte. Selbst ein Hyperion, glaube ich, kommt dann nicht an diese Werte ran. Oder kommt nicht wahnsinnig über diese Werte rüber. Aber ein Hyperion hat dadurch durch ihre Waffen ein wesentlich besseres Tracking. Ja, also wie gesagt, das Schiff bzw. die Materialien für die Schiffe bekommt ihr jetzt halt aus dem Salvagen der jeweiligen Wracks, und auch ich hatte auch schon ein bisschen Dropglück, was das Loot an und für sich angeht, weil ich konnte schon einmal das Buch für die Triglavian Encryption Methods ergattern und bin da mal sehr gespannt, ob ich noch zu dem Quantum Engineering über ein bisschen Glück komme. Das werden wir mal schauen. Wie gesagt, ich guck mal, dass ich noch in Hyperion fitte und dementsprechend mit der Hyperion fliege. Aber da kann ich momentan gar nichts versprechen. Und kann auch noch nicht so hundertprozentig sagen, was für ein Video, wann ich dazu ein Video mache. Ich habe auch schon mit einem anderen YouTuber gesprochen, mit dem werde ich dann so um Pfingsten herum mal ein bisschen was machen, aber auch da müssen wir abwarten, müssen wir ein Stück weit abwarten. Gut, wie gesagt, ich packe noch ein paar Videoschnipsel ran und wünsche euch damit viel Spaß und bis zum nächsten Video wünsche ich euch viel Spaß, viel Erfolg bei was auch immer ihr tut.
Bis dann.